Die VfB Hamburg wurde 1872, also nunmehr vor 150 Jahren, gegründet. Auslöser damals war tatsächlich der große Hamburger Brand, auch wenn der 30 Jahre noch in der Historie vorher gelegen hat. Nichtsdestotrotz hat man einfach die Zeit gebraucht, um eine leistungsstarke Feuerwehr aufzubauen. 150 Jahre begleitet uns das ganze Jahr. Wir haben viele, viele Veranstaltungen schon durchgeführt. Wir werden auch in der Zukunft weitere Veranstaltungen durchführen. Heute, am 27. August, mit dem Tag der Feuerwehr, erreichen die Feierlichkeiten dann ihren Höhepunkt. Wir haben hier verschiedene Events, sag ich mal, zusammengefasst. Wir haben den Tag der Feuerwehr selber mit einer großen historischen und modernen Fahrzeugausstellung. Insgesamt 70 Fahrzeuge sind hier vor Ort und werden der breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Inbegriffen sind viele, viele Aktionen, Übungen. Wir haben eine Modenschau gehabt mit historischer und moderner Einsatzbekleidung. Wirklich einem bunten Rahmenprogramm. Der zweite Teil ist der sogenannte, sind die zweiten Hamburger Fire Games. Das ist ein Leistungsvergleich der sogenannten Toughest Firefighter Alive, also der härtesten noch lebenden Feuerwehrleute, wo wir hier mit insgesamt 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern national und internationaler Herkunft Vergleichswettkämpfe austragen. Ja, wir haben verschiedene Länder oder auch Städte hier vor Ort zu Gast. Zum einen natürlich ganz, ganz viele Teilnehmer aus Berlin, aber auch anderen Städten Deutschlands, die an diesen Fire Games teilnehmen. Wir haben internationale Gäste, unter anderem aus Lettland, Österreich, die auch hier vor Ort sind und sich mit den anderen Kolleginnen und Kollegen messen. Wir haben hier viele, viele weitere Fahrzeuge, auch von Hamburger Werkfeuerwehren. Wir haben den Flughafen hier zu Gast mit einem Flugfeldlöschfahrzeug, sodass wir hier wirklich ein breites Leistungsspektrum der Feuerwehren Deutschlands und Hamburgs vorstellen können. Ja, wir werden jetzt den Tag hier ausklingen lassen. Wir werden weitere Programmpunkte feiern. Damit ist natürlich 150 Jahre nicht abgehakt. Es wird weitere Veranstaltungen geben. Wir haben Ende September am 25.09. ein Fahrzeugkorso durch die Innenstadt, wo wir auch wieder viele, viele historische, moderne Feuerwehrfahrzeuge vorstellen, die dann in einem Korso um die Binnenalster fahren und hinterher dann auch allen Hamburgerinnen und Hamburgern gezeigt werden können. Den Abschluss finden dann die Feierlichkeiten im November mit einem großen Senatsempfang und Feierlichkeiten im Rathaus. Das Ganze wird dann tatsächlich auch zur Gründungsstunde der Feuerwehr Hamburg am 12. November stattfinden. Ja, wir haben ja auch erstmalig einen Leistungsvergleich der Jugendfeuerwehren initiiert. Parallel oder analog zu den Übungen, die wir bei den TFA-Wettkämpfern sehen, die sich aus verschiedenen Teildisziplinen zusammensetzen. Diese Disziplinen, denen begegnen wir auch allen im Einsatz wieder, sei es Kraft, eine Puppe ziehen, Ausdauer, hier wirklich dieses hohe Gebäude, diese Treppen, diese vielen Treppen zurückzulegen, das Ganze in voller Montur. Das machen auch unsere Jugendfeuerwehren, zwar in etwas kleinerer, abgewandelter Form, aber nichtsdestotrotz auch die werden dort sehr stark gefordert. Parallel haben wir hier auf dem Tag der Feuerwehr natürlich auch unser Personalauswahlzentrum vor Ort, das über die insgesamt mittlerweile 5 Einstiegswege innerhalb der Feuerwehr informiert. Und auch hier vor Ort besteht die Möglichkeit für Interessierte an einem Fitnesscheck teilzunehmen. Das bedeutet mit anderen Worten, dass diese Teilnehmer den kompletten Einstellungstest der Feuerwehr Hamburg hier einmal probeweise durchlaufen können, um dann im Nachgang zu wissen, das sind noch leichte Schwierigkeiten, da muss ich nacharbeiten, um dann im Nachgang den richtigen Voreinstellungstest der Feuerwehr Hamburg durchführen zu können, um dann auch zu uns zu stoßen.